Okay, going to bed. No, good night, Walker. Nice meeting. Ja, die leben in einer etwas anderen Zeitzone als ich. Kann ja mal passieren. So. Let's play again. Der Herr, dieser Lukakus, Lupercus, hat mir übrigens auch geholfen, diese IRC-Mod da zu installieren. Er ist quasi der Held des Tages. Für mich. Falsches Passwort? Nee, doch, war richtig. Ja, ist richtig. So, da sind wir wieder. Frisch ans Werk, weiter in die Richtung. Hier ist auch wieder Ödland. Ach komm. Hä? Was ist hier passiert? Ist hier wer gestorben? Okay. Map Gen 7 typisch. Wir haben keine Kohleprobleme. Hier noch mal da hinten. Ah! Ich glaube, ich weiß, was ich da sehe. Und das gefreut mir sehr. Das sind nämlich Bananenbäume. Wenn wir dafür überhaupt noch Platz im Inventar haben, ich habe keine Ahnung. Was ich eigentlich gerade suche, ist eigentlich so eine schöne Flachlandgegend, wo man sich einfach mal so niederlassen kann. Aber ich glaube mal, das werden wir hier nicht finden. Digga, was war das gerade? Spielen hier unter mir mal Fußball? Schwimm mich, schwimm mich, schwimm mich. Tralalala. Ah, wir kommen nicht mehr auf. Hier sieht ganz schön abgeschnitten aus. Lol. Er war einfach abgeschnitten. Okay, jetzt wollen wir auf ein großes Meer. Das wollen wir nicht. Ich glaube, wir sollten das einfach mal direkt hier irgendwo niederlassen. Direkt hier bei den Bananenbäumen. Passt. Aber weil die Fläche ist mir ein bisschen zu klein hier. So, dann versuche ich mal da hinten wieder raufzukommen. Aber so wie ich die Map kenne, ist das da auch alles Sand. Haben wir vergessen? Treibsand. Treibsand. Genau. Treibsand. Ja, da oben ist eine schöne Aussicht, würde ich mal sagen. Ach, leck mich doch. Da fliegt schon wieder was. Da auch. Ich hasse Sachen, die fliegen. Vor allem, ich finde es geil, dass der Map-Gen schon die Blätter generiert, obwohl die Bäume dahinter noch gar nicht generiert sind. Das heißt also, er weiß bereits beim Generieren des einen Blocks, dass im nächsten Block an der Stelle ein Baum steht und dass er dementsprechend da schon die Blätter generieren sollte. Finde ich voll ultra geil. Nice. Ey, komm, der Berg hier sieht doch stylisch aus. Ich glaube, hier bleibe ich. Ich weiß nicht was, aber der Berg hat es. Und es war Sex in the City. Gut, das heißt, ich werde den Schritt hier erstmal komplett ab. Yay! Okay, auf dem Bla auf dem Land. Auf der Insel bleibe ich sowieso, weil hier ist normaler Sand. Yay! Yay! Das Problem ist nur, wir müssen hier sowieso alles gegen normalen Sand aus, also gegen Erde austauschen, weil auf dem Sand können wir nichts anpflanzen. Und ich würde gerne was anpflanzen. Kakao. Fick die Wand an. Der Baum kommt weg. Die Früchte gehören mir. Die kriegt keiner. So, weil wir hier gerade schon mal sind, werde ich gleich mal die Gunst der Stunde nehmen und hier gleich mal eine Kiste aufstellen. Das Geile ist, wir haben bereits sogar. Oh, Kakao. Nee, ist Kokosnuss. Weißt du, siehst du, wir müssen sowieso eine Kiste bauen. Wegen weil Platzmangel.
Welche Folge nehme ich jetzt dafür? Ich hab's für Scheiße. Ich nehme einfach mal den hier. Ganz normales Holz. Easy. Machen wir uns gleich. Ja, komm hier, Bam und so, ne? Aber. Ach so, hä? Ach, das sind, ich komme auf 4 Kisten. Fuck! Aha. Ja, gut, dann lassen wir es erstmal so. Dann mache ich mir doch einfach nur 2 Kisten. 1, 2. Dankeschön. 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 So, 2 Kisten. No problemo. Ich muss ja erstmal irgendwo hinstellen, wo sie nicht weiter stören. Das mache ich am besten mal hier oben. So und so. Erstmal der ganze Plunder da rein. Braucht keine Sau. Also jetzt erstmal. Und jetzt mal schön die ganze Kokosnuss mitnehmen. Mann, ich dachte, das ist Kakao. Scheiße. Kokosscheibe, Alter. Gibt es hier kein Kakao oder gibt es hier Kakao? Aber ich habe es noch nicht gefunden. Hä, wo sind die gerade mit Lava? Verstehe ich nicht. Achso, dann wahrscheinlich, weil man die nicht craften kann, sondern die werden durch Anklicken des Wassers jetzt so Wasser einmacht. Und eben. Das Menü zeigt ja nur Sachen an, die man craften kann. Okay. Boah, die Gegend hier sieht so geil aus. Guckt euch das an. Nice. Also für einen Zwischenstopp reicht das hier auf jeden Fall aus. Ja, wir müssen wahrscheinlich hier den ganzen Satz abtragen und hier normale Erde hinbauen, weil auf dem, wie gesagt, kann man, soweit ich weiß, nichts anpflanzen. Wir könnten ja mal einfach mal probieren. Erstmal hier alles. Ach komm, bam, bam. Einfach mal riskieren hier. Wir brauchen echt mehr Holz. Ich mach's mal so. Jetzt mache ich das mal so. So und so und so. Wisst ihr was, weil wir geil sind? Ach man. Ich wollte gerade fragen, ob es sich geht, aber der hat nur wieder ein bisschen gebraucht hier. So, perfekt. Haben wir noch einmal für. Können wir hier. Ist doch easy, Alter. Können wir gleich mal eine Schippe bauen. Wenn wir definitiv am häufigsten brauchen, erstmal. Und dann brauchen wir auf jeden Fall noch das hier. Und wenn wir schon mal dabei sind, brauchen wir auch gleich mal das hier. So. Erstmal testen, ob es vielleicht doch geht. Nee, geht nicht. Also doch, definitiv Sand. Hätte mich auch gewundert, wenn es geht. Ich meine, dass es bei Vanilla-Server nicht geht, das weiß ich. Aber hätte es sein können, dass es hier mit diesem Eternal-Server... bei der Eternal Mod hinzugefügt wurde, dass man auch den Sand hier beackern kann oder bestellen kann oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte. So, wir brauchen also Erde. Davon ist gerade wenig. Dann tragen wir hier erstmal die gesamte Kacke ab. Oh! Nein, jetzt komm noch. Mach mal hin, ey. Hallo? Wow. So. Komplett vergessen, was wir essen hier, Alter. Kommen wir denn dahin, wenn es weitergeht? So, jetzt haben wir hier erstmal. Können wir hier schön Sand hinstellen? Ja, hallo? Geht doch. Ach so, weil ich drin stand, in dem Bereich. So, wir haben noch 8 Erde. Die packe ich am besten mal... Nee, die lasse ich erstmal in der Hand. Okay, und jetzt können wir das Feld hier bestellen. Easy.
Easy Pupisi. So. Okay, dann holen wir jetzt mal die ganzen Samen raus. Und dann wird gepflanzt, was der. Was auch immer hält. Bring alles rein in die Kiste, damit es ein bisschen übersichtlicher wird hier. So, dann dürften wir uns ja auch noch ein paar Sachen bauen müssen, soweit ich weiß. Okay. Die allererste Frage, was kann man überhaupt alles einpflanzen? Also dich kann man wahrscheinlich direkt einpflanzen. Dich und dich und dich und dich wahrscheinlich auch. Das hier sind Bäume, die lasse ich erstmal separat. Beziehungsweise Cherrybäume brauche ich auch erstmal gar nicht. Ich brauche erstmal normales Holz. Kaffeebohnen, da braucht man glaube ich auch ein Gerüst für, oder? Also Kaffeebohnen wachsen glaube ich nicht direkt auf dem Boden, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ich bin kein Gärtner, ja. Sorry, tut mir leid. So, was haben wir noch so? Genau das hier, da braucht man auf jeden Fall ein Gerüst, aber grüne Bohnen, was soll ich damit? Kokoscheiben. Siehst du, ich wollte noch gucken, wie Kakao hatten wir hier. Gibt es Schokolade? Tafis hat Schokolade, aber wie kann man die craften? Kakaobohnen, sag ich doch was. Okay. Es gibt also Kakao, wir müssen ihn nur noch finden. So, und dann als allerwichtigste ist, wir brauchen das hier. Strings. Das heißt also, wir brauchen irgendeinen Dschungel. Alter, ich war im Dschungel und habe kein Gras geerntet. Wie dumm bin ich eigentlich? Okay. So viel zu dem Thema. Hä? Moment mal, ist das hier etwa? Oha! Das sieht aus wie langes Gras. Oder ist das fern? Ja, ist fern. Scheiße! Dann kriege ich daraus bestimmt keine Bohnen. Keine. Dixer Bumster. Jetzt bin ich gerade komplett confused. Was ist nochmal voller? Also, nee, Karton. Ist doch das hier oder nicht? Ach, komm, leck mich. Das. Ach, mit O geschrieben. Wow. Okay, frisch. Handfasern. Oh Gott. Oh Gott, ich hasse Interview jetzt schon. Nee, wir brechen ab, schon aufs Ende verheiratet. Spaß. Gut, dann fasse ich erstmal an, was geht. Das heißt, kann ich extra Sachen hier direkt anpflanzen? Nee, okay, geht also alles nur hier auf dem Feld. Sehr schön. Ich mache erstmal viermal. Oh, davon habe ich nur drei. Auch nett. Kaffeebohnen. Geht tatsächlich. Ich werde nicht mehr. Was auch immer das ist, ich habe keine Ahnung. Und ja, Zwiebeln kamen, also 18 werde ich jetzt nicht einpflanzen, why ever? Ja, oder why ever? Oh, und noch zwei Kartoffeln. Ja, siehst du, passt doch perfekt vom Platz her. No problemo. Und da vorne pflanze ich jetzt Gras an. Gras. Mann, Wheat. Nein. Weizen, Getreide, Mehl. Leck mich. Das da. Habe ich schon? Nee, ich habe keine Samen. Warum bekommen wir hier keine Samen, Alter? Wir haben 12 Stück geerntet und haben keine Samen bekommen. Ja, yeah, manche mal. Man bekommt da zwei verschiedene Typen von Getreide raus. Was zur Hölle? Okay, das ist jetzt tatsächlich nice. Kann ich ja nur um Jahre handeln hier.
Ups. Wollte ich nicht, tut mir leid. So, das ist dieses Oat, was auch immer das ist. Das ist Weizen. Ich pflanze mal hier auf Weizen an. Und auf den Rest auch mal dieses Oat, was auch immer das ist. Ich habe absolut keinen Plan. Was soll das darstellen? Oat, Oat. Oat, Oat. Also ich habe ein Auto. Ja. Okay. Haben wir hier rein zufällig Umfeld-Dschungel-Biom in der Nähe jetzt? Nee, ne? Fuck. By the way, tue ich gleich mal das hier. Set home. Dann rennen wir einfach mal ein bisschen rum durch die Gegend und haben wir Äpfel dabei? Nein, aber nicht. Hier sind ausgerüstet. Gut, dann laufen wir jetzt noch ein bisschen rum hier. In der Hoffnung, dass wir doch nochmal auf ein Dschungelbiom kommen. Ich hätte nämlich gerne Kakao und vor allen Dingen Wolle. Weil wir brauchen Rucksäcke. Weil das soll ja nicht für ewig unser Zuhause bleiben. Das ist ja nur so temporär gedacht. Ah, danke Gott. Ich dachte schon, dass es auch wieder Treibsand. Ist ja nur temporär gedacht. Heißt also, wir wollen früher oder später wegziehen. Weiterziehen. Und auch eine richtig schöne Flachstelle finden. Also halt eine Stelle, die man etwas größer bebauen kann. Und dafür suche ich ein eher flacheres Gebiet. Wir sind hier in einem trockenen Gebiet. Es ist eher unwahrscheinlich, dass wir auf... Oh mein Gott. Oh Leute, wenn ihr wisst, was das ist. Nehmen wir, laufen mal doch lieber nach oben. Da oben sieht es grüner aus. Und ich habe gehört, Biome, Dschungel befinden sich meistens eher in grünen Gebieten als in... Ach scheiße, da kommen wir gar nicht rüber. Ich dachte, wir können ja einfach einzeln rüberlaufen, aber hier ist ja auch unterbrochen. Scheiß Fluss, ey, was ist mit dir los? Ist das ein Problem oder was? Hä? Schwanz, Alter, kommen wir denn da rüber? Ah, da. Ich glaube, da können wir... Ach du... Boah, Alter. Ich dachte schon, wir werden jetzt hier jemalilieren. Hier kommen wir rüber. Nein, auch nicht. Ach Mann, das sah so gut aus. Ach Scheiße. Okay, ich kann bloß hoffen, dass da unten kein Treibsand ist. Soll ich jetzt einfach mal runterspringen? Oh, Alter. Das war ein Flachkörper. Scheiße, ich komme gar nicht hoch. Wie, du bist Treibsand. Du bist Treibsand. Ich hasse dich und deine gesamte Brut. Mann! Ich will nach Hause. Aber wir kommen hier sowieso nicht hoch. Ach, scheiße, Alter. Oh mein Gott. Wir werden alle sterben. Woher habe ich jetzt diesen Kohleklumpen? Ach ja, habe ich ja gerade abgebaut. So zum Beispiel. Oh ja, Gott, wir werden hart sterben. Na gut. Augen zu und durch, wir brauchen Dschungelbiom. Also ganz viel wieder zurück. Was habe ich getan? Ist das jetzt normaler Sand? Ja. Weißt du was, dann klaue ich mir hier noch ein bisschen was. Und nutze den denn, um da auch raufzukommen. Dann scheiße ich mal ganz getrost auf den Zuckersand. Jetzt mache ich hier so ganz klein so. Genau. Du kommst weg. Du kommst hin und dann kann ich drauf. Oder auch nicht. Easy. So, mal gucken wir mal, ob wir hier ein bisschen in den Dschungelbiom kommen. Das wäre ultra super duper nice. Unsere Spitzhacke ist, unsere Axt ist auch gleich kaputt. Wir dürfen sie also nicht mehr verschwenden, sondern nur noch für wichtige Sachen benutzen. Oh, neue Pflänzchen.
Geil, werde ich gleich mal alles einsammeln. Wir haben ja jetzt ein leeres Inventar. Tomaten? Sieht so aus. Ah, Erdbeeren! Ah, meine Lieblingsfrucht. Schlacht doch deinen Affen tot. Geil. Ach, ist das schön, wieder ein leeres Inventar zu haben. Das waren gerade Tomaten, ne? Jawoll. Das waren gerade Tomaten. Geht doch. So. Okay. Augen auf für die Dschungelsuche. Was bist du denn hier? Gurke. Alter, ich habe selber eine Gurke. Ronny. Können Sie bitte damit aufhören, kleine Kinder zu verstören? Oh, Alter, ist das ein geiles Biom hier, ey. Hier gibt es ja haufenweise Pflanzen. Das kostet alles. Was bist du eigentlich? Sind diese großen Pflanzen so eine Maispflanzen oder was? Gut, wir haben jetzt 8 Mais. Ja, ist Mais. Okay, nice. Hätte ich das so nicht gedacht. Aber gut. So. Kommen wir hier bald mal wieder Dschungelbiom? Das wäre ultra nice. Ah, siehst du, das waren wir hier am Fluss drauf vorbei, wo wir gerade unten waren. Das da oben sieht doch aus wie hohes Gras. Vielleicht kriegen wir daraus Weizen, Dingsdumser. Mann, nicht Weizen, sondern hier das andere Zeug. Okay, von hier oben sieht es schon wieder anders aus. Scheiße. Mann, du. Ah, hier ist wieder. Alter, da unten. Das rote, Alter. Das ist nice. Das Biom. Vielleicht, wenn wir das nochmal aus der Nähe sehen. Mal gucken. Aber ich schwöre euch, Walla Habibi. Das ist geil. So, da hinten wird es auch wieder grün. Ich bleibe einfach mal hier. Weil wir kamen auch ungefähr aus der Richtung und da hinten war irgendwo ein Dschungel. Deswegen laufen wir jetzt einfach mal in die Richtung weiter. Ey, guckt euch mal an, wie geil das aussieht, Alter. Oh, ist das krank. Genau so stellt man sich auch Berge im echten Leben vor. Oben mit Schnee, hier dann so bam und so weiter und so fort. Und legt mich am Arsch und hier geht's weiter runter. Lalala, halalala. Und da oben ein Pflänzchen. Gehen wir also gleich mal bergaufwärts. Erstmal um Pflänzchen zu suchen und dann haben wir natürlich von da oben auch eine bessere Aussicht. Und ich habe gelernt, von Bergen runter zu klettern ist meistens einfacher als rauf zu klettern. Von daher, wenn wir hier schon mal eine erhöhte Position haben, können wir die natürlich auch gleich mal benutzen. Okay, jetzt auch noch ein Dungeon. Geil. Aber keine Kiste, das ist schade. Scheiße, ich habe keine Fackel mitgenommen. Und ich habe kein Holz dabei. Okay, Dungeon gestorben. Arschloch. Mann, jetzt komm ich ruft ja. Bin gerade sauer. Provozier mich nicht. Wollte ich gerade eine normale Blume mitnehmen, Alter. Piss, weit kommt's noch, ey. 21. Jahrhundert, ja? Da werden nur noch Nutzpflanzen gezüchtet. Schickimicki-Pflanzen können zu Hause bleiben, ey. Braucht keiner. Blaubeeren gibt es ja auch noch. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Denn das ist echt Nahrungsquelle Nummer 1. Wenn man das hat, brauchst du keine Feinde mehr, wollte ich gerade sagen, aber macht keinen Sinn. Ach du Scheiße. Apropos Feinde und so. wow. Okay, das ist jetzt tatsächlich ein bisschen Hauch. Also bei Orten, wo man nicht runterfallen möchte, wäre das hier definitiv Platz 1. Ach du Scheiße. Boah, Alter. Es ist so hoch, da unten spinnt sogar schon hier mein Tessiste. Ich meine, das Wasser scheint relativ tief zu sein. Ich könnte also schon aus der Höhe tatsächlich sogar überleben.
Aber nein. Was ist da hinten? Da struggelt der Webchen komplett. Da kann man einfach durchgucken. Nice. Okay. Interessiert uns nicht. Wir suchen Dschungel. Oder zumindest hohes Gras. Eigentlich müssten wir wieder bald in unsere Richtung kommen, von wo aus wir gestartet sind. Das heißt also, da wir am Dschungel vorbeigelaufen sind, müssen wir hier bald auch auf den Dschungel treffen. Oder denke ich jetzt gerade hier falsch? Ja doch, es ist ein geschlossener Berg. Wir haben also definitiv schon mal Wasser überschritten. Das heißt also, der Dschungel kann nicht irgendwo sein. Fuck. Wow, Alter Ronny, was machst du denn hier? Okay. Also einmal hier lang, hier so lang. Einmal außen drum herum und dann mal gucken, wo es weitergeht. Na, ich sag's doch, Berg runterlaufen ist immer einfacher als hochlaufen. Hä? Ist das nicht die Gegend, wo wir gerade gestartet? Nee. Ach nee, genau, das war das, wo ich erst gesagt habe, dass wir das starten könnten. Sag bitte nicht, dass das Ananas ist. Jetzt bin ich gerade confused. Pineapple heißt doch Ananas, oder? Doch. Pineapple ist Ananas, genau. Genau, doch, ja. Yay, Ananas, geil. So, jetzt klettern wir mal hier hoch. Vielleicht kommen wir hier wieder auf Dschungelbiom. Beziehungsweise ich mache besser mal eine Pause. Halbe Stunde schon wieder rum. Schau mit V. Und so weiter und so fort.